Danke fürs Zuhören. So beendete ich die letzte Folge. Was ein Quatsch. So, nun müssen wir die Wächter finden und töten, die sich hier hoffentlich irgendwo auftreiben. Oh oh. Das bedeutet nichts Gutes. Kannst mal gucken, Bekleidung. 33. 30. Meine Streit kommen dann auch besser, ne? Ja, pff. Warum hat denn hier keinen Wächter oder so rum? Aber wahrscheinlich ein Drachen. Das sieht mir doch so nach einem Drachennest aus. Okay, hier war also nichts. Gehe ich mal eben auf die andere Seite. So, Mann, das wird jetzt aber auch knifflig, sogar ohne Internet. Also, bis auf der kleine Tipp im Internet, aber sonst ohne Internet. Karte, jetzt gehe ich doch mal darüber. Da ist nämlich noch ein Turm, aber da war kein Wächter, das weiß ich doch. Aber das hier ist doch der höchste Punkt. Mann, Mann. Nee, was war das? Früher oder später führen zu Bayern. Da war 100% das Drachennest, wo wir eben waren. Hier ist nichts. Verrät uns die Karte denn irgendwas? Vielleicht, wenn wir mal da links weitergehen. Also sprich, hä? Ein Seelengrab. Door. Ich sehe denn irgendwer? Außer so ein Stein. Los, an die Truhe, an die Truhe! Schnittersteinfragment, Stab der Flammen. Runter, 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 runter. Wo genau war das denn? Da rechts runter. Karte. Huch. Okay. War das gut oder war das schlecht? Ich speichere mal vorher. Oh. Hey. Wieder reinspringe.
Okay, jetzt gehe ich mal ins nächste rein. Aber cool gemacht. Huch. Hier. Nee. Da war ich doch schon, oder? Das ist ja auch zu. Was ist denn das hier für ein Tor? Okay, dann haben wir da noch eins. Oder doch nicht? Ach, aber da hinten. Glaube ich. Oder? Da kommen wir gar nicht hin, oder? Da kommen wir nicht rein. Okay. Nochmal der Weg zurück. Dadurch. Ist das offen? Das ist ja sehr verwirrend. Hier kam ich ja, ne? Ne, genau. Von hier kam ich. Gehen wir mal weiter in die Richtung. Oder? Ach nee, da kommen wir. Da waren wir ja drin. Da müssen wir wohl nach denen Ausschau halten. Tut mir leid, wenn ich etwas ruhiger bin. Ich bin schon gerade wieder im Concentration. Wir brauchen nur noch einen Wächter. Wie kommen wir da hin? Freundchen, mach mich nicht aggressiv. Hey. Fernschütze oder was? Scharfschütze, Fernschütze. Okay. Da oben. Wir nehmen hier die ganze Zeit Seelen auf. So, wohin müssen wir? Ich würde trotzdem gerne noch mal da oben hinten, so leid es mir tut, um zu gucken, ob da nicht auch so ein Behälter ist. Ich dachte, der ist, ich wäre gestorben. Konnte ja keiner mit rechnen. Aber hier war ja der andere miese Verbrecher. Kommen wir da nicht irgendwie hin?
Ui, da passiert viel. Genauso viel wie hier. Ne, hä? Da war. Oh, wir müssen. Die zwei Türme, wo sind die denn? Ist da nichts drin? Ne. Lass mich in Ruhe, Stein. Ach, da sind dann wieder die Türen. Nicht. Vielleicht muss ich ja nochmal dahin. Hier nehmen wir noch ein bisschen Seelen mit auf. Komm, hier noch ein bisschen Seele. Doch, da waren wir doch. Da kommen jetzt doch. Ja, genau. Dann geht's in die Richtung. Ja, es tut mir leid. Ach, Serana ist auch mal wieder da am Start. Wir brauchen nur noch einen verflixten Wächter. Und wenn wir Pech haben, der Drache. Haltet die Augen auf, Jung. Ach, der schon wieder. Langsam geht er mir auf den Sack. Ferraner. Kennt ihr nicht Varan vom Real Madrid? Ja. Serrano, meine treue Gehilfin. Leite mir den Weg. Hier irgendwo muss es doch noch was geben. Da vielleicht? Oder da? Okay, hier eher nicht. Was passiert nochmal, wenn wir das da oben machen? Seelenstein hinlegen. Woher seid ihr gekommen? Ach, und jetzt habe ich einen schwarzen Seelenstein, okay. Komm, Junge. Böser, böser Zorn, Mann. Und du? Salz der Leere. Ey, komm. Ach ne, das ist eine Blender. Serrana, 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 was machst du nur mit mir? Da wäre sie einfach nur nach Hause gegangen. Schön mit Utgert. Meine bescheidene kleine Wohnung. Hätte da irgendein Feld an die Pflanze hinten im Garten. Jetzt gehe ich nochmal hier ab. Ansonsten gehe ich nochmal kurz zurück. Da zu den zwei Türmen. Gehe mal entlang, ob hier irgendwas kommt. Was, da gehe ich angeblich wieder zurück. Na raus. Hallo, einsamer Mann. Ich kann mich nicht erinnern, wie lange ich hier gewesen bin. Oh. War es ein Tag? Huch. Oder ein Jahrhundert? Traurig, aber wahr, liebe Freunde. Haben wir noch ein Zauberbuch? Zornmann beschwören? Beschwören. Und leider haben wir dazu zu wenig Magiker. Und ich will ja auch kein Magier sein, sondern ein tapferer Krieger, der alles kurz und klein schlägt. Wenn er denn mal weiterkommt. Hey. Utgert räumt gerade auf. Oder warte mal. Das sieht doch. Das sieht gut aus. Komm, komm.
stirb, du Nebelmann. Okay, jetzt sind wir hier unter Beschuss. Aber heftig unter Beschuss. Beschuss. Na komm, komm. So, einfach durchboxen. Hey. Serana, geht's dir gut? Praktis. Okay. Hat der... Ey, jetzt hör... Mächtig. Hey, Junge, Freundchen. Ich verstehe, viel Spaß. Das tat weh. So, wir müssen einen Zaubertrank nehmen, da wir uns hier unten nicht aufladen. Oh, endlich mal was Positives. Positive Energie hier in uns. So, Serana, wir müssen wieder dahin. So, jetzt müsste die Barriere kaputt sein. Wir haben ja alles zerstört hier. Die drei Torwächter. Noch ein bisschen Seele. Werden wir durch Seele eigentlich stärker? Das habe ich aber schon mal nachgeguckt, ne? No. Werden wir nicht. Ganz einfache Erklärung, werden wir nicht. Ach, da haben wir schon alle Seelen ausgeraubt. Boah, was für ein düsterer Ort. Sagt er und lief über Menschenknochen. Schäm dich ein bisschen. Dragon Hunter. So. Mal gucken, was Valencia zu sagen hat. Ah, Serana ist diesmal mit auf dem Weg. Speichern. Nicht schon wieder aussehen, auf den Ladeknopf drücken. Das ist hier nämlich mit den bescheidenen G-Tasten. An der Tastatur. Ist das ein bisschen blöd? Da, die wäre. Die Barriere ist weg. Serana, ich komme. Valencia, ich komme, meinte ich. Ihr konntet alle drei Hüter zerstören? Ich bin beeindruckt. Könnt ihr uns die Schriftrolle jetzt geben? Ja. Bitte folgt mir. Haltet nach Durnevir Ausschau. Die Barriere des Gefängnisses ist gesenkt, also wird ihr sicher nach dem Rechten sehen. Okay, folge Valencia. Je schneller wir von hier verschwinden können, umso besser. Ja, ich komme ja. Ja, wenn es nicht schon gruselig genug, als wenn es nicht gruselig genug wäre, müssen wir jetzt noch auf den Friedhof. Warte, ich höre etwas. Es ist Durnevir. Ihr ist die. Und hier seid ihr. Okay. Den töten wir noch in dieser Folge. Das wird ein epischer Kampf. Ich kümmere mich um den Drachen. Das dauert ja bloß nicht. La, fuck. Komm, 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 jetzt aber. Oh. Boah, was ein epischer Kampf. Komm runter und hör auf zu beschwören. Fuck. Na komm, komm, komm runter, komm runter. Komm runter, du Schisser. Er hat Angst. Ich helfe dir, Valencia. Oh. Epischer Kampf. Auf Leben und Tod. Kleine Ratte. Komm, komm, komm.
Komm, 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 komm. Ja. Okay, mir ist die Seele. Was? Was? Der hat nichts fallen gelassen. Boah. Ich muss mich mal ganz kurz hier ein bisschen ausrüsten. Na los. Sie führt uns zur Schriftrolle. Moment, hier sind gute Zaubertränke. Okay, das sieht gut aus. Magie vom Himmel. Sieht scheiße aus. Unerbittliches Blut. Na los. Bitte verzeiht mein Erstaunen, aber ich hätte nie gedacht, dass ich einmal den Tod dieses Drachen erleben würde. Wieso sagt ihr das? In vielen Schriften, die über Dornevir verfasst wurden, wird behauptet, dass er nicht mit normalen Mitteln gezwungen werden kann. Deren Verfasser scheinen sich geirrt zu haben. Es sei denn... Sprecht weiter. Die Seele eines Drachen ist so widerstandsfähig wie seine Schuppenhaut. Es ist möglich, dass euer Todesstoß Dornevirs körperliche Hülle lediglich zerstreut hat, während er sich regeneriert. Wie lange wird das dauern? Minuten? Stunden? Jahre? Ich weiß es nicht. Und ich würde vorschlagen, hier nicht zu verweilen, um die Antwort auf diese Frage zu finden. Dann wollen wir euch mal diese Schriftrolle der Alten besorgen und euch auf den Weg schicken. Okay, sofort. Kleinen Moment. Notfall. Bringe die Schriftrolle der Alten in deinen Besitz. Darauf habe ich gewartet. Was wollt ihr? Ich bin froh, dass ihr hier seid. Das ist sie. Yeah. Das ist die letzte Schriftrolle. Na los, bringen wir sie zu Dexion. Geil. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Kann ich eigentlich schnell reisen? Wo müssen wir denn nochmal hin? Ach, wir müssen ja hier unten hin. Ja. Wo genau müssen wir diese hinbringen? Wenn es noch etwas gibt, was ich was vor der Reise tun kann, sagt es mir bitte. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Wenn es noch etwas gibt, was ich vor eurer Reise tun kann, sagt es mir bitte. Alles klar. Ich kann es kaum glauben, dass meine Mutter noch am Leben ist. Ihr solltet euch auf den Weg machen, nun da die Schriftrolle der Alten in eurem Besitz ist. Wenn es noch etwas gibt, was ich vor eurer Abreise tun kann, sagt es mir bitte. Könnt ihr mir helfen, meine Seele zurückzubekommen? Also hat meine Tochter einige der toten Beschwörungslektionen angewendet, die ich ihr beigebracht habe, wie? Keine Sorge, ich glaube, dass ich euch helfen kann. Gut, ich kann jede nur erdenkliche Hilfe gebrauchen. Die Essenz eurer Seele wurde in einem Stein gefangen. Als ihr mit Serana das Seelengrab betreten habt, wurde er den vollkommenen Meistern als Bezahlung gegeben. Ihr müsst einfach nur den Stein wiederfinden. Sobald ihr ihn berührt, wird die Essenz eurer Seele wiederhergestellt. Den genauen Aufenthaltsort kennt ihr nicht, oder? Es gibt hier in der Nähe einen Opferaltar. Ich würde jede Wette eingehen, dass ihr den Stein, nach dem ihr sucht, dort finden könnt. Gibt es sonst noch etwas?
Das könnte eure letzte Chance sein. Bleibt ihr hier? Ich hatte keine Wahl. Wie ich bereits sagte, ich bin eine Tochter von Kalthafen. Sollte ich nach Camelot zurückkehren, würde das Harkons Chancen erhöhen, seine Tyrannei der Sonne zu verwirklichen. Okay. Wir könnten eure Hilfe in Tamriel gebrauchen. So sehr es mich auch schmerzt, euch und Serana allein zurückzuschicken, ich kann das Risiko nicht eingehen. Vergesst nicht, dass Harkon nicht zu trauen ist. Was immer ihr auch verspricht, er wird euch verraten, um zu bekommen, was er will. Und versprecht mir, auf meine Tochter aufzupassen. Sie ist das Einzige, was mir noch etwas bedeutet. Kehre nach Tamriel zurück. So, jetzt hatten wir hier eine Quest. Retrieve the Soul Essence Gem. Okay. Ja, liebe Leute, all das. Jenseits des Todes. Die Suche nach der Offenbarung und unsere Seele zurückholen, machen wir in der nächsten Folge von The Elder Scrolls V Skyrim. Danke fürs Zusehen, wir haben es geschafft. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal, euer TiberTV. Tschüss.